Hallöchen zusammen, heute haben wir Donnerstag, jetzt gucke ich mal kurz nach, den 24.06. und wir schauen auf Gold, denn Gold war gestern sehr, sehr stark auf der Oberseite unterwegs, ziemlich bullisch und dann, zack, der Abverkauf. Wir sehen es hinten stehen, Gold mit bullischem Gegenschlag im Bärenmarkt und das sagt aus charttechnischer Sicht schon eine ganze Menge, ja. Die Frage ist halt einfach nur, verpufft es wirklich oder aber war das gestern nur eine kleine Schwächephase, die heute genutzt wird, um aus der Rücksetzerbewegung gleich wieder die Oberseite anzutreten. Das sind zwei Chancen, die wir hier haben, kurz- und mittelfristig. Das schauen wir uns natürlich ganz genau an. Und in diesem Kontext würde ich gerne heute auch mal noch den Euro wieder etwas engmaschiger begleiten. Das heißt an dieser Stelle natürlich auch, der Euro ist in einem Abwärtstrend. Wir sind hier in die Korrektur gelaufen und die schauen wir uns mal ganz genau an. Denn da könnte es durchaus auch wieder etwas Potenzial zur Unterseite geben. Warum? Ganz klar, der Dollar ist momentan im Fokus und das Hin- und Hergerangel geht immer wieder weiter. Wir haben auch heute wieder ein paar, sag ich mal, Wortmeldungen von Notenbankern der USA zu erwarten. Und wir haben ja gesehen, was in den letzten Tagen passiert. Immer dann, wenn wir die Situation haben, dass irgendein Notenbanker sagt, das mit den Zinsen, die kommen schon eher nach oben. Das gefällt den Märkten nicht. Dann geht es nach unten und dann, kurze Zeit später, fassen sich die Märkte wieder und es geht wieder aufwärts. Also dieses Gerangel, dieses Hin und Her, das werden wir schon noch eine Weile sehen. Vor allen Dingen sehr interessant, wie ich beispielsweise auch finde, was Yellen auch gesagt hat. Yellen sagt, naja, auf der einen Seite die USA, die Wirtschaft könnte höhere Zinsen vertragen. Auf der anderen Seite sagt sie, wahrscheinlich zum Jahresende hin eine fallende Inflation, was ja gegen den Druck auf dem Zinsmarkt spricht. Also wir sehen, das Hoppla Hopp geht weiter, keiner ist sich eins, wer weiß, was da an Strategie verfolgt wird, was hier durch die Medien geschickt wird. Wir werden es sehen, wir bleiben dran, deswegen gute Chancen zum Traden kommen durch sowas immer wieder zustande, deswegen schauen wir hier morgens rein. Wer live zuschaut übrigens, gerne gleich mal noch aufs Like-Knöpfchen drücken, für die, die es im Nachgang schauen, in den Aufzeichnungen, bitte auch jetzt einfach draufdrücken, das gibt mir ein Danke und der Welt, ja, zeigt es, was wir hier Geniales tun. Zuvor, bevor wir jetzt hier in die Details auch gehen, wie immer der Risikohinweis, ich bitte das, was hier geschrieben steht, auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zur Planung des Tages und zwar zu den Tagesnachrichten. Was haben wir heute auf der Uhr? Wir schauen gespannt um 10 Uhr auf die IFO-Daten. Da gibt es den Geschäftsklimaindex, wir wissen, diese Zahlen sind sehr wichtig. Der Konsens geht davon aus, dass dieser Index sich weiter steigen wird. Hochinteressant wird es werden, wie der Blick in die Zukunft ausschaut, ob das ganze Thema hier weiter positiv wird. Denn wir wissen, was momentan so ein bisschen zurückhält, ist das Thema der Lieferketten. Und wenn man mal davon ausgeht oder wenn man mal beispielsweise auch beachtet, dass dieses Schiff, die Evergreen, die vor schon einer ganzen Weile zu einer Blockade im Suezkanal geführt hat, dass dieses Schiff immer noch nicht den Zielhafen erreicht hat, dann weiß man, wie viele Güter dort noch fehlen. Und tja, das sind halt alles so Sachen, wo man sagt, okay, dann klemmt es dort halt und zwar ganz ordentlich. Also das an dieser Seite muss man immer so ein bisschen auf der Uhr haben. Wenn da gebremster Schaum unterwegs ist, könnte das dem DAX in seiner positiven, großen Grundtendenz hier einen Knüppel zwischen die Beine jagen. Ansonsten heute 13 Uhr ist die Bank of England dran mit der Zinsentscheidung. Ich denke mal, da wird nicht wirklich was kommen. Wir sehen es, der Konsens sieht auch keine Veränderung. Die Pressekonferenz im Umschwung um dieses Ganze wird ein bisschen interessant werden, aber im Fund ist es nicht immer so, dass hier deutliche Ausschläge kommen, aber es ist wichtig, dass wir dieses Thema definitiv auf der Uhr mit haben. Wenn gewünscht, gerne auch an dieser Stelle hier der Blick in das Cable, einfach mal kurz in die Chats rein, ich sehe schon,
Im Facebook läuft alles, die guten Morgengrüße sind da, das freut mich sehr. Also, wer einen Wunsch hat, gerne auch hier meine Zuschauerinnen und Zuschauer in Zoom, wer einen Wunsch hat, gerne reinposten in die Chats und dann kümmere ich mich natürlich auch darum. Weiter geht es dann am Nachmittag in den USA. Daten zum Auftragseingang für langlebige Güter. 14:30 Uhr, um 14:30 Uhr ebenfalls Zahlen zum BIP und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und bei diesen Zahlen sehen wir halt hier an dieser Stelle auch immer einen Blick in den Arbeitsmarkt. Grob gesagt, der Arbeitsmarkt ist in die richtige Richtung unterwegs, aber der Motor stottert schon noch ein bisschen. Und das muss erstmal sauber von Tisch gefegt werden, sozusagen, dass dieser Motor auch stabil nach oben läuft. Und das wird sich heute Nachmittag auch zeigen, wie da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind. Und da schaut natürlich auch die FED ganz genau hin, wobei die FED dann halt auf die Non-Farm Payrolls auch schaut. Das ist ja das Wichtige. Die gibt es dann im Juli wieder und danach gibt es ja auch die Jahreskonferenz der FED, wo möglicherweise auch über das Thema Anleihekaufprogramm entschieden wird. Aber das ist noch ein bisschen hin, da müssen die Daten noch kommen, aber es ist halt wichtig, dass diese Daten vorliegen und was sie dann aussagen, wird schon einiges in die Richtung bestimmen, in die es dann entsprechend gehen wird. Und wie schon gesagt, hier 17 Uhr gibt es mal wieder eine Rede von einem FOMC-Mitglied. Also das alles für den heutigen Tag. Und damit würde ich sagen, lasst uns doch mal in die Charts reinschauen. Ich mache das Bild wie immer groß. Hier zunächst der Blick in den Goldpreis. Das hatte ich ja auch im Blogbeitrag geschrieben, dass wir das heute mal auf der Agenda auch mit haben. Und da sehen wir, was hier im Tagesschart los ist, ne? Ganz klar, ganz, ganz klassisch, es ist eine Menge Luft nach oben und nach unten. Wir sind hier in die Korrektur reingelaufen. Und wenn man sich dieses Bild mal so anschaut, dann sieht man momentan ganz, ganz klar, der Abwärtstrend auf Tagesbasis, der ist aktuell absolut richtungsführend. Und noch etwas anderes ist sehr, sehr wichtig zu sehen. Die Chart-Oberseite für das Thema der Korrektur, die hat halt auch einiges an Potenzial. Ja? Das darf man nicht vergessen. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, hier auf dieses Spike hoch, oben um die Marke von 1797 US-Dollar für die Feinunze, da ist drauf zu achten, denn das ist untergeordnet ein Widerstandslevel. Und wir haben es gesehen, wir sind gestern schön bullisch nach oben gelaufen, daher auch der Titel für den Blogbeitrag, aber kompletter Abverkauf. Ja. Und das ist ein Zeichen von Schwäche, denn im untergeordneten Bereich haben wir jetzt hier erneut ein fallendes Hoch. Und das bringt schon wieder hier in Gang das Thema hier unten. Auffangbereich bzw. Zwischentief. Also wir sehen es ja hier, wir haben hier den groben Schwungbereich um die 1765 US-Dollar, was ja der Support ist. Ne? Hier sind wir draufgelaufen und dann ging es erstmal ein Stück weit nach oben. Das Low haben wir geschrieben bei 1760,90. Darunter ebnet sich dann der Weg. Also wenn wir tatsächlich jetzt hier aus der Umkehr rauskommen, dann haben wir hier, naja, eine kleine flachere Korrektur gesehen, flach natürlich im Kontext hier zu dieser starken Bewegung, die hat ja bei 1903 Punkten geöffnet, also ist schon einiges an Volumen hier geflossen, um den Geld, um den Preis nach unten zu bringen. Fällt es unten drunter, unter diese Marke hier, der Dropdown, dann ebnet sich der Weg unten rein hier im Bezug zu diesem Aufwärtstrend, den wir hier am oben rauflaufen haben, haben wir das Low unten stehen bei 1724. Und das wäre mal der nächste Anlaufpunkt, wenn es hier zum Rutsch zur Unterseite kommt. Und der Vollständigkeit halber hier unten, schaut mal, da haben wir natürlich immer auch noch hier diesen Doppelboden stehen, 1600, um die 75 bis 80 rum, dieser Drehbereich hier unten, das dürfte dann in Zukunft auch noch eine Rolle spielen, aber nur dann, wenn sich der Abgabedruck weiter fortsetzt, ja, also dann durchaus auch mittelfristig der Test von dem Bodenbereich hier auf der Unterseite zunächst, aber muss man erstmal schauen, was passiert hier um den aktuellen Support, beziehungsweise wenn er denn da bricht, wie macht sich denn der Markt hier auf dem Weg nach unten? Und das Thema Support
schauen wir uns jetzt an dieser Stelle noch mal ein bisschen genauer an, denn ich habe es gerade auch mal eingeblendet hier, die untergeordneten Anlaufbereiche sind natürlich da und rein von der korrektiven Phase hier, ich mache mal kurz den Entry Bar, schaut mal, das ist das kleine hier, da sind wir hier sozusagen oben reingelaufen in die Korrektur und kommen jetzt wieder unten raus und wenn man das Ganze an dieser Stelle mal in diesen langen Kontext hier zur Oberseite setzt, dann hat man natürlich viel Potenzial oben hin. Wir haben hier ein paar Drehbereiche auch drin, die wir schon im Tageschart sehen. Sollte es tatsächlich hier oben dazu kommen, dass der Markt die Marke von 1.800 US-Dollar zurück erobert, dann haben wir den nächsten Bereich hier, die 1.809. Im Tageschart ist das jetzt nicht so genau erkennbar, warum das durchaus auch ein Drehbereich ist. Das sehen wir gleich in der untergeordneten Zeiteinheit ein bisschen besser. Und dann hier oben diesen Bereich, auch hier der Drehbereich um die 1.845. Das sind durchaus Anlauflevel, die eine Relevanz haben. Aber das Spiel wird erst dann gespielt, wenn wir tatsächlich nach oben laufen. Und wenn wir uns das Ganze mal hier im 4-Stunden-Chart auch anschauen wollen, da sehen wir, wo es herkommt. Ne? Da sehen wir das Ganze und schaut mal hier, die 1.809, da gab es hier den Rutsch unten runter. Dann gab es hier die korrektive Phase, wo man auf die 1.825 gelaufen ist sozusagen und dann der nächste Rutsch zur Unterseite. Daher hier irgendwo in diesem Bereich ein Widerstandslevel und dann haben wir es oben rauf sozusagen, wenn es tatsächlich zum Sprung drüber kommen sollte. Und die Chance ist ja immer noch da, ja. Dann natürlich hier über die 1.825 in diesen Drehbereich hier oben rein bei 1.845 und dann haben wir noch ein bisschen weiter Luft, je nachdem wie massiv auch die Gegenbewegung wird bei 1.870. Ja, und dann haben wir hier oben natürlich die 1.916 stehen. Nur das ist, denke ich mal, zum Thema Gegenbewegung auch zu viel, zu weit, um das kurzfristig miteinander zu besprechen. Also das ist hochinteressant und was auch hochinteressant ist, ist diese Tatsache hier unten. Das Level hier ist momentan wirklich crucial, also sozusagen sehr entscheidend für das, was in Kürze passiert. Denn wenn der Markt tatsächlich hier unten drunter fällt, unter dieses Level, dann kann man schon ziemlich gut sehen, was passiert. Ich mache es mal kurz an, schaut mal hier. Hier ist sozusagen die Abwärtsphase, die letzte Dynamik oben von 1903 zur Unterseite rein. Hier haben wir einen kleinen Gegentrend als Erholung. Und wenn der Markt hier unter die Marke von 1772 US-Dollar fällt, wird dieser Trend rausgenommen. Das ist dann erstmal ein Schwächezeichen, erhöht die Wahrscheinlichkeit vom Test hier unten. Und wenn dieser Test dann hier auch fehlschlägt, dann ist der Weg nach unten offen. Bleibt es aber bei Stärke und der Markt zappelt nur ein bisschen rum, um sich dann nach oben zu entladen, dann haben wir natürlich die Chancen auf der Oberseite offen. Also der Drehbereich, in dem wir gerade sind, der ist durchaus interessant an dieser Stelle und das dürften wir hier im Laufe des Tages auch sehen, wie der Markt sich hier in diesem Level entscheiden wird. Also das hier, der Blick in den Goldpreis an dieser Stelle. Machen wir mal weiter zu den Währungen und da hatte ich ja gesagt, im US-Dollar, da schaut es momentan, Euro-US-Dollar, da schaut es momentan auch relativ interessant aus an dieser Stelle. Wenn wir uns das mal ganz kurz betrachten wollen, hier die kleine engmaschige, sag ich mal, Überwachung macht hier tatsächlich auch Sinn, um zu schauen, was passiert denn hier in Gänze. Denn wir sind hier, ich blende auch das mal ganz kurz ein, hier sehen wir, die größere Zeitrechnung ist sozusagen in grün, in blau angegeben, in dem ganz, ganz großen sozusagen Kontext hier, aber im kleinen richtungsführend ist halt momentan der Abwärtstrend, den wir hier auf dieser Seite auch stehen haben. Und hier ist der Entry Bar auch mal drinnen. Wir sehen auch, der Rückschnapper oben rein, der hat durchaus Chancen, oben bis in die 1,2147 reinzulaufen. Ja? Und wir haben auf der Oberseite, die Level habe ich hier auch noch aus der letzten Chartbesprechung drin, durchaus auch ein paar relevante Level, die hier interessant sind für eine Ausdehnung. Ja? Zunächst ist es aber erstmal wichtig, dass wir hier die Ausdehnung bekommen, dass wir nach oben laufen können. Das heißt, wir haben hier natürlich bei 1,1990 ein nicht uninteressantes Widerstandslevel und dann oben hier
hier den starken Rutschbereich bei 1,2092 hier oben. Also da sehen wir, wie viel Potenzial dort drinnen steckt. Und was wir natürlich auch sehen ist, dass die Korrektur am Laufen ist, dass der Markt hier weiter volatil ist. Das sehen wir an dieser Kerze von gestern. Die war sehr, sehr bullisch zwischendrinnen. Und dann wurde sie doch wieder abverkauft und es wurde sogar eine Kerze mit einem schwarzen Körper. Das heißt, an dieser Stelle ist doch eine sehr, sehr große Unsicherheit zu sehen. Und im Kontext zu sehen, hier zu diesem Abwärtstrend, ist das jetzt natürlich eine korrektive Phase. Und sobald der Markt hier rumdreht, haben wir hier natürlich an dieser Stelle auch die Situation gegeben, dass man durchaus die Unterseite weiter beleuchten kann. Ja? Das heißt, sollten wir hier unter das Low dieser Kerze fallen, das haben wir liegen bei 1,1911, dann ist der Weg nach unten zumindest erstmal wieder offen und wir können uns hier in Richtung Tief bei 1,1847 orientieren. Natürlich gibt es auch die Oberseite, die dürfen wir nicht vergessen und die Oberseite heißt halt Vortageshoch und das Vortageshoch, das haben wir hier grob um die Marke von 1,1971 liegen. Wenn es da drüber geht, heißt das Ausweitung und dann wird es sehr, sehr spannend, was hier an diesem Drehbereich bei 1,1990 passiert und weil das so interessant ist, schauen wir uns das Ganze mal an und hier sehen wir natürlich, wenn wir uns den 4-Stunden-Chart mal anschauen, dass der letzte kleine Abwärtstrend mittlerweile gebrochen ist. Hier ging es von oben schön nach unten. Ne? Ich mache mal kurz den höheren Zeitrahmen noch rein, dass man sehen kann, schaut mal, das ist der Trend, der größere. Das hier ist der Abwärtsarm, der Bewegungsarm und was wir hier haben, ist der Korrekturarm und der hat natürlich durchaus Potenzial. Ne? Wir sehen es ja ganz, ganz klar an dieser Stelle, unter 1,1911 Short, weil der Aufwärtstrend gebrochen ist, über 1,1971, genau hier oben, geht's long, weil dann setzt sich dieser Trend zur Oberseite hin fort und wir haben gute Chancen, oben reinzulaufen. Und für die kurzfristigen Trader, die sich sozusagen diesen korrektiven Aufwärtstrend aus der Stunde hier als richtungssignalgebenden Trend, also als den Trend sehen, der jetzt aktuell die Handelsrichtung vorgibt, kurzfristig aufwärts sozusagen, die warten bitte nicht, bis der Markt hier oben drüber liegt. Ja, man liest das auch immer wieder in den Medien, beziehungsweise in vielen, vielen Artikeln, wo man auch sagt, okay, wenn du jetzt sozusagen dem Trend auch folgst, du steigst einfach hier oben ein und dann folgst du dem Ganzen. Das ist eine Sache, die funktioniert langfristig schon relativ gut, aber die Problematik ist einfach, wenn man sich auch das hier mal anschaut, dass es häufig kurz oben drüber geht, dann fehlen die Käufer und dann geht es erstmal in die Korrektur und dann kommt man von unten raus und schiebt sich wieder ein kleines Stück nach oben und das ist halt immer so die Problematik, die man hat, wenn man im kurzfristigen Handel unterwegs ist und da ist es viel, viel lohnenswerter, wenn man sich aus den Korrekturen einkauft, das heißt von unten, weil man halt weiß, es kommt noch ein bisschen was, mal wenigstens, wenn es zur Trendfortsetzung kommt, hier oben das Kauflevel am Hoch, ja, und das ist das, was wir uns jetzt mal ganz kurz anschauen hier an dieser Stelle, dass wir einfach mal kurz in den 10 oder 5 Minuten Chart reingehen. Wir können das auch mal im 5 Minuten Chart machen. Das ist jetzt kein Problem. Leute, und da sehen wir halt das, was gemeint ist. Ne? Also hier oben momentan, ich skizziere es mal ganz kurz ein, also quasi das Ziel, was wir haben, ist natürlich hier oben dieses Level, da oben, hier, da oben reinzulaufen. Das heißt hier mal ganz klar Fortsetzung vom übergeordneten Trendverlauf. Hier hat man die Korrektur, hier hat man die Bewegung, hier haben wir die Korrektur. Aktuell haben wir sozusagen hier unten in diesem Level die Bodenbildungsphase. Was sehen wir noch? Wir sehen ganz klar den untergeordneten Trendverlauf hier in den 5 Minuten. Der schlängelt sich so ganz, ganz schön nach unten hier, dieser Trend. Und sozusagen jetzt den Versuch quasi oben reinzulaufen sozusagen und dieses Level hier oben rauszunehmen. Und dieses Level, was wir hier haben, ist halt auch ein entscheidendes, denn wenn sich der Markt darüber etabliert, ja, dann setzt sich der kleine Aufwärtstrend hier nach oben hin fort, also das Mini-Zeugs, was wir hier sozusagen sehen, setzt sich dann nach oben fort und wir haben ein paar schöne Anlaufpunkte auf der Oberseite hier, wo durchaus Orders warten können, die Druck in den Markt reinbringen auf der Käuferseite. Und das ist das, was wir da haben und da ist es doch viel, viel schöner,
schöner, schon von hier unten einzusteigen. Man hat ein schönes, enges Absicherungslevel hier unten in diesem Bereich, ne? Das ist interessant zu sehen, beziehungsweise hier dieses Level, also spätestens wenn wir da drunter fallen, geht es ja noch ein Stück weit weiter in die korrektive Phase rein. Also je nachdem, wie viel Luft man dem Ganzen geben möchte. Und dann kann man den Markt nach oben begleiten. Und dann haben wir halt hier ein bisschen was, was den Markt befeuern kann. Und wenn es dann tatsächlich hier oben dann noch ein Stück weit weitergeht, dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt können wir den Markt noch ein bisschen was an höherem Trading zugeben. Ne? Und wenn wir hier drüber drauflaufen, dann sehen wir halt, die nächsten Marke haben wir schon hier oben dann um die Marke von 1,20 beziehungsweise natürlich erstmal das dicke Widerstandsband bei 1,1990. Das ist da, das können wir schön zur Planung nutzen. Und zum Thema der Planung nutzen ist es hier natürlich auch interessant, wie schon gesagt, die Anlaufpunkte, wenn wir uns natürlich hier über diesem Level, was ich gleich auch nochmal mit Magentafarben sozusagen markiere hier, wenn wir uns tatsächlich über diesem Level etablieren, wo der Markt natürlich gerade schön dabei ist, dann haben wir hier auf der Chart-Oberseite hier die Anlaufmarke im Kleinen, die Druck in den Markt reinbringen, wo der ein oder andere je nach Ausrichtung des Tradings auch Gewinnmitnahmen planen kann, also je nachdem, was man dort sozusagen zu sagen hat. Aber das sind unterstützende Marken und das ist ganz, ganz wichtig, was wir hier sehen, und das zeigt uns, was hier los ist. Und das ist halt der Stundenchart oder der 4-Stunden-Chart, gibt die Richtung vor und wir folgen dem Ganzen. Kurzer Blick in den 15-Minuten-Chart, da sieht man es genauso, ne? Nur mal kurz gezeigt, wo man die Zeitunterschiede her hat. Die Marker hier, die Anlaufmarker, die sind die gleichen. Der Wendebereich ist auch der gleiche, nur die Zeiteinheit sah halt ein bisschen anders aus. Aber man sieht das halt an dieser Stelle an den Umschwüngen hier. Die sind auf alle Fälle gut zu sehen in den 15 Minuten sowie auch in den 5 Minuten. Das ist also quasi der Blick in den Euro-US-Dollar. Sehr interessant momentan auch das Währungspaar Yen, also hier Japanese Yen, US-Dollar, japanischer Yen. Hier mal kurz der Blick in den 4-Stunden-Chart an dieser Stelle. Was da sehr interessant war zu sehen, ist hier oben mal wieder Top-Bereich an dieser Stelle. Gucken wir mal kurz rein. Hier haben wir jetzt den Markt von unten nach oben schlängeln gehabt. Wir sehen es ja hier an dieser Stelle auch mit drinnen. Die Schwäche kommt jetzt oben so ein kleines bisschen rein. Wir haben hier das kleine Zwischenhoch hier drüben rausgenommen nach dem starken Rutsch zur Unterseite hier. Und dieser Rutsch, der diesen Trend hier, diesen Aufwärtstrend rausgenommen hat, hat sich direkt wieder der Aufwärtstrend etabliert zur Oberseite rein. Wir haben natürlich hier, wenn wir uns das mal anschauen, auf der Wochenbasis natürlich noch etliches an Potenzial zur Oberseite. Da wäre mal zu nennen hier oben die Marke um 1,12 beziehungsweise hier oben dann das Level um die 1,14 rum, was wir an potenziellen Anlaufmarkern haben. Und was wir jetzt hier in diesem Kontext natürlich auch haben, wenn wir uns mal das ganz kurz anschauen wollen, wir haben jetzt hier natürlich in diesem größeren Kontext einen Aufwärtstrend etabliert, der jetzt auch richtungsführend ist. Also hier mal ganz kurz der Kontext hier in diesem Rahmen auch gezeigt. Schaut mal hier, das, was hier nach oben lief, war sozusagen der starke Aufwärtsmove. Wartet mal, wir machen das mal kurz in grün, weil so gehört sich's auch hier an dieser Stelle. Dann gab es diese korrektive Phase und jetzt sind wir oben drüber gelaufen. Das heißt, auch im ganz großen Bild haben wir mittlerweile wieder einen Trend zur Oberseite hin, zumindest aus technischer Sicht. Und der hat jetzt natürlich auch das Potenzial, nach oben reinzulaufen. Und wenn wir jetzt hier einfach mal kurz schauen wollen, wie die Potenziale sind hier unten vom Low, was wir da hatten, bis zum Hoch da oben, was die Korrektur gewesen ist, dann haben wir als reines Potenzial aus diesem Schub zur Unterseite durchaus auch die Chancen, charttechnisch hier in 1,12 beziehungsweise über die Marke von 1,14 bis 1,1450 oben reinzulaufen, was das Hoch da oben ist. Also das ist durchaus interessant von der reinen Konstellation her, und das dürfte dem einen oder anderen auch gefallen. Wichtig ist es halt jetzt, was oben passiert, ne? Wir sehen halt auch in den 4 Stunden, war es zwischendrin mal schon ein bisschen wackelig. Hat man gut gesehen hier an dieser Stelle, schaut es hier unten, kam vom Boden raus der Aufwärtstrend, der wurde dann mal kurzzeitig gebrochen und jetzt setzt der Markt wieder nach oben an. Und da sehen wir auch hier oben am Hoch gibt es schon einiges an Unsicherheit, wenn wir mal diesen Außenstab, diese Außenkerze hier sehen mit dem Hoch und dem Tief.
Da will der Markt oben nicht rüber. Interessant wird es halt, was er jetzt macht, ne? Bleibt der Aufwärtstrend intakt, haben wir richtig gute Chancen hier über die Marke von 111, 10, 111, 11. Was war denn das Hoch gewesen? Das Hoch war bei 111, 11, 5. Da drüber zu laufen und zur Trendfortsetzung einzugehen. Also durchaus interessant hier. Und wenn dieses obere Level, dieses obere Begrenzlevel tatsächlich ein bullisches Level bleibt, dass der Markt hier nachhaltig die Oberseite kauft, dann dürften wir den Schub übers Hoch sehen und das Ganze dann entsprechend auch in der Fortsetzung. Also das ist durchaus interessant. Die korrektive Konstellation, die wir hier an dieser Stelle haben, ist natürlich auch noch mit zu besprechen. Heißt also an dieser Stelle natürlich gibt es das Thema der Korrektur, ja, und die haben wir halt hier. Sollte der Markt hier unten drunter fallen, unter die 110, knapp 58, ist diese Dynamik hier mal rausgenommen und wir gehen in die tiefere Korrektur. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, im 15-Minuten-Chart, da sehen wir halt auch dieses Thema hier an dieser Stelle, was hier oben passiert. Das ist das Schlängeln, das Oszillieren sozusagen um das alte Zwischenhoch. Und wenn hier der Markt sozusagen drüber läuft, haben wir die Fortsetzung. Fallen wir allerdings drunter, hier die erste Indikation, die erste leichte Indikation gibt es, wenn wir hier unter diesem Bereich drunter fallen, also unter die 110,70, dann haben wir eine erste Indikation, dass der Markt nicht direkt hoch will. Und dann müssen wir sehen, was hier an diesem Zwischentief passiert. Und wenn das fällt, dann ist halt der Weg nach unten hin schon an einer gewissen Stelle auch da, auch offen, wo man sagen kann, okay, da könnte es durchaus ein bisschen was zur Unterseite geben. Und Schwungbereiche haben wir hier ja auch ein paar, ne? Hier irgendwo der Bereich um die 110,35 hier in diesem Bereich bis hier, also dieses Level, was wir hier haben, bis 40, das wäre mal das eine. Und dann hier unten dieser Schwungbereich hier in diesem Level um die 110, knapp 15. Also wir haben ein paar auf der Unterseite, wo die Korrektur mal kurz reingehen kann. Aber wie schon gesagt, Anzeichen dafür gibt es momentan noch keine. Der Markt ist stark und ein bullischer Schub über die Hochs dürfte weitere Käufer auch entsprechend in den Markt mit reinziehen, zumal wir momentan überhaupt nichts haben, was hier dagegen sprechen kann. Das Potenzial zur Oberseite ist dann nämlich definitiv auch da. Das ist der Blick in den japanischen Yen sozusagen. So, was hatte ich noch gesagt von den reinen Währungen? Das britische Pfund sollten wir uns mal anschauen hier an dieser Stelle. Wir sehen es im Kleinen, der Markt ist schon zur Oberseite unterwegs. Wir haben heute allerdings entsprechend die Notenbank-Sitzung und da müssen wir hier auch mal genau einen Blick in die aktuelle Chartkonstellation auch mit reinstecken, denn das dem Markt, den wir hier sehen, durch diesen massiven starken Abverkauf zur Unterseite hin mit dem erneuten Test der Marke von 1,38 hat natürlich das Bild, das bullische Bild ein bisschen wieder geändert. Wir sind weiterhin in diesem großen Schwungbereich, den wir hier auch sehen können, mit drinnen. Wartet mal, ich räume den Chart mal kurz ein bisschen auf, damit wir ein bisschen mehr sehen hier. An dieser Stelle. Das heißt, wir haben in diesem Währungspaar natürlich Ranges drinnen. Ja, hier oben hatte ich mal auf der Wochenbasis die Analyse auch gemacht. Wir hatten hier eine hohe Flagge obendran, aber wir sehen es halt auch, die hohe Flagge wurde nach unten sozusagen besprochen bzw. rausgelaufen, gebrochen. Auffangbereich ist da. Jetzt laufen wir hier an dieser Stelle zur Oberseite rein. Und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen vom reinen charttechnischen Bild, da sehen wir auch schon wieder, dass der Markt hier eine stärker steigende Unterseite als die Oberseite hat. Also das ist wieder so eine Art Keilformation, die könnte unter Umständen halt dazu führen, rein von der Verortung her ist er halt auch am Ende des Abwärtstrends. Hier im Kleinen ist er halt da, schaut's, das ist er da. Das ist halt eine Korrekturformation und wenn der nach unten bricht, ist das natürlich ein sehr bärisches Zeichen und da geht halt das Gerangel dann weiter. Also sollten wir hier tatsächlich unter das Tief der gestrigen Kerze fallen, dann haben wir schon die Gefahr, dass wir deutlich weiter runter erstmal die Dynamik wieder in Richtung 1,38 bekommen. Und das ist das, was wir hier sehen. Schaut mal, da kommt so dieser
diese, sag ich mal, diese keilförmige Dynamik auch her, wo wir jetzt momentan die Schwäche sehen. Der kleinste Aufwärtstrend hier, der ist natürlich noch absolut in Ordnung. Deswegen habe ich die Linie hier unten bei 1,39. Was haben wir hier im Low? 1,39, 24 ist hier das Tief unten gewesen, also hier in diesem Schwungbereich rum. Darunter, dann ist dieser Trend da sozusagen gebrochen und dann ist der nächste Anlaufpunkt auf dem Weg zur 1,38 unten hier das Zwischentief um die 1,3860. Da muss man sehen, was kommt. Und das im Umfeld sozusagen dieser aktuellen Phase, die wir hier vor der Notenbanksitzung haben, das kann man sich durchaus mal entsprechend anschauen. Wir brauchen natürlich auch die Anlaufpunkte auf der Chartunterseite, aber interessant ist halt auch eins zu sehen, sollte es hier tatsächlich von unten zur Wiederaufnahme der Dynamik kommt, dann wird der Markt hier über die 1,40 ansteigen. Hier haben wir auch das kleine Zwischenhoch bei 1,4010. Und dann haben wir gute Karten hier zunächst erstmal wenigstens den Ausbruchsbereich aus dieser Flaggenformation hier knapp um die Marke von, Moment, hier oben die Hochs haben wir so liegen, um die 1,4070 rum in etwa. Und wenn das dann auch läuft, hier oben der nächste Anlaufpunkt bei 1,41, 32, 33 rum. Also wir haben schon Potenzial auf der Oberseite, dass dieser Trend sich nach oben fortsetzen kann. Ein kleines bisschen Achtung hier durch den Keil entsprechend gegeben. Und dann schauen wir einfach mal, was sozusagen heute um die Notenbankergebnisse von der britischen Regierung auch im Währungspaar passiert. Und wo wir gerade bei Großbritannien sind, ja, Johnson hat ja auch gesagt, der aktuelle Austritt auch aus der EU ist eine Chance, die Wirtschaft des Landes neu auszurichten. Und da müssen wir natürlich auch mal auf den Index schauen. Ich muss noch mal kurz schauen. Hier haben wir UK 100. Da hatte ich ja schon gesagt, wir haben hier durchaus Chancen, auf der Oberseite uns weiter auszudehnen. Die Aufwärtsphase ist intakt und auch hier sehen wir aber natürlich einiges an, sage ich mal, Unsicherheiten im Markt momentan. Aber wenn es zum tatsächlich nachhaltigen Überschreiten dieses Verkaufslevels hier an den Hochs kommt, dann haben wir gute Chancen, dass sich das hier zur Oberseite weiter fortschlängelt. Also wenn wir das grobe Bild einfach mal sehen, sind wir jetzt sozusagen in der korrektiven Phase hier. Das ganz große Bild, ne, ist das, was wir hier laufen haben. Schön zur Oberseite rein. Hier, dann gab es mal kurz den Rückschnapper unten drunter und jetzt wieder rauf hier im großen Bild. Im Kleinen haben wir natürlich das Geschlängel hier an dieser Stelle auch noch mit, ne? Hier sehen wir schön die steigenden Hochs, die steigenden Tiefs, die wir hier mit drinnen haben. Also all diese Dinge, die wir da haben, die zeigen uns schon, der Markt möchte schon tendenziell eher nach oben, als er das nach unten tut. Und interessant zu sehen, hier mit Blick auf den britischen Aktienindex, ist halt hier die Reaktion vom Montag. Sehr, sehr starker, stabiler Anstieg hier innerhalb des Tages. Dann hat man 2 Tage so ein bisschen gewackelt, gestern auch den Versuch, oben reinzugehen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz untergeordnet anschauen wollen, dann sehen wir halt an dieser Stelle auch, dass wir hier ein kleines Support-Level unten drunter haben, so um den Drehbereich 7055 bis 7060 rum. Und wir sehen halt auch, dass der kleine Trend, den wir da haben, in der Stunde, dass der weiterhin intakt zur Aufwärtszeit ist. Ne? Hier sehen wir es, wo es hinläuft. Hier das Korrekturlevel, hier oben rein zum Hoch, das die Korrektur. Und im Kleinen sehen wir halt jetzt auch schon wieder hier, schaut mal, das war die kleine Korrektur auf der Abwärtsseite und jetzt scheint der Markt schon wieder versuchen, zumindest die Oberseite anzulaufen. Wenn wir das tatsächlich hinbekommen, dass wir hier eine nachhaltige Umkehr bekommen sozusagen, dann haben wir sehr, sehr schöne Chancen hier über das Zwischenhoch da oben drüber zu laufen und ein paar Anlaufpunkte auf der Chart-Oberseite haben wir natürlich auch schon da. Die gucken wir uns gleich mal noch mit an. Hier muss ich das Bild nur ein bisschen kleiner raffen, dass wir es sehen können hier an dieser Stelle. Also wir sehen es, sobald es denn dann über das Hoch hier oben drüber geht, untergeordnet. Na, treffe ich die Linie? Jawohl, da ist er. Schaut mal, sobald wir hier oben drüber laufen, in der bullischen Situation ist der Weg halt frei, oben rein, hier Richtung
der Zwischenhochs da oben in den Drehbereichen um die 7170 bzw. hier die 7218. Also das ist durchaus interessant, solange wie der Markt oben drüber bleibt hier, über dieser Marke hier. Wenn er drunter fällt unter die, die 7050, dann natürlich logischerweise auch ein bisschen was auf der Unterseite rauszuholen. Und da haben wir hier im Sinne dieses Trends, der vorher war, also diesen, der sich hier nach oben schlängelt, den ich skizziert hatte, natürlich noch ein Zwischentief liegen. Das hätten wir hier um die Marke oder um den Dunstbereich sozusagen der 7000-Punkte-Marke. So, dann kommt jetzt noch eine Frage zu den Rohstoffen, zu Gold und Silber. Gold haben wir am Anfang besprochen, das war der Peak of the Day sozusagen. Gucken wir noch mal ganz kurz in den Silberpreis und danach machen wir noch kurz den Schwank zum DAX vor dem IFO-Zahlen. Also, wie schon gesagt, Gold hatten wir schon besprochen. Silber sieht momentan sehr, sehr schwach aus. Wir sehen es hier gestern auch, Erholungsversuch da gewesen, jetzt weiter Schwäche. Und hier gibt es im Silber momentan wirklich zu sagen, der Fokus liegt hier unten auf der Unterstützung bei 25,70. Bricht diese weg, dann haben wir schon sozusagen den Weg nach unten offen. Wenn die nach unten bricht, hier auch unter dieses kleine Zwischentief fällt, dann setzt sich der Abwärtstrend, den wir hier am Laufen haben, fort. Wir haben ja schon länger die Analyse auf die Short-Seite liegen. Und wenn das hier unter die 25, 55 drunter rutscht sozusagen, dann ist nicht nur der Support rausgenommen, sondern auch der Trend in der Fortsetzung. Und dann ist der Weg frei im Tageschart zunächst erstmal unten rein bis 24,67. Die Long-Seite wird aus jetziger Sicht mittelfristig oder zumindest als Swing-Trade erst dann interessant, wenn wir hier oben tatsächlich über das Vortageshoch drüber laufen. Das heißt hier in diesem Kontext sozusagen hier die knapp 26,30 rausnehmen. Hier mal kurz noch der Blick in die Stunde rein. Da sehen wir es, der Markt ist recht lethargisch unten sozusagen am Low, an der Unterstützung. Und wenn der dort nicht wirklich vom Fleck kommt, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs zur Unterseite zu. Also wie schon gesagt, hier die weite Schwungbreite des Ganzen hier oben, wie schon gesagt, 26,30 gilt es erstmal zu überwinden. Sollte es der Markt schaffen, aus der Lethargie auszubrechen, dann schauen wir hier mal auf den Abwärtsrutsch, was dann da ist. Und dann wäre mal kurzfristig, wenn es nach oben geht, der Ansatzpunkt 26,50. Und wer darauf auch spekulieren möchte, da sage ich an dieser Stelle auch, wenn ich das tun würde, ich würde nicht warten, bis der Markt dort oben ist, sondern ich würde versuchen, einfach tief zu kaufen und dann reinzugehen. Und zum Thema tief kaufen sehen wir schon, was hier unten los ist. Wir haben hier unten im Kleinstbereich eine leichte Bodenbildungsphase oder wieder mal so einen Seitwärtsschub sozusagen. Und wenn der Markt tatsächlich hier oben über das Zwischenhoch bei 25,96 drüber steigt, wäre das ein Indiz dafür, dass der Markt höher möchte. Und wer das traden möchte, macht das in den kleineren Zeiteinheiten hier im 5-Minuten-Chart zum Beispiel. Und da sehen wir halt hier, dass sich hier auch schon was nach oben schlängelt. Ne? Schaut es hier aufwärts, hier unten schön der Boden. Der kleine Spike hier wurde direkt wieder gekauft. Wenn es über die 25,96 drüber geht, dann haben wir kurzfristig Chancen, oben reinzulaufen hier. Und ein paar Anlaufpunkte sind auch da an dieser Stelle. Also irgendwo der Drehbereich um die 26,5 bis 26,7 hier oben oder bis 26,6, so dieser Dunstbereich hier oder Schwungbereich, wo diese beiden Zwischenhochs liegen, beziehungsweise dann hier oben noch das Level um die Marke von, ja, sag ich mal, 26,15 bis 26,17, beziehungsweise, schaut mal hier, das ist ein Drehbereich, der durchaus interessant ist. Das ist kurzfristig durchaus ein interessanter Bereich für die Chart-Oberseite an diesen Punkten. Also das ist interessant für die kurzfristigen Trader, falls der Markt die Oberseite sucht und wir in dieser lethargischen Seitwärtsphase ein Stück weit auch entsprechend rausschneiden wollen. Und damit schauen wir nochmal ganz kurz auf den DAX, wie schon gesagt, zum Handelsstart heute positiv auch unterwegs. Wir haben ja auch schöne positive Vorgaben sozusagen bekommen aus den USA. Wie schon gesagt, im 5-Minuten-Chart, im Tageschart schaut das Ganze entsprechend so aus, dass wir hier natürlich die Oberseite noch mit
präferieren hier schön der große, große Schwungtag zur Oberseite rauf, den wir hier am Montag gesehen haben, dann am Dienstag gesehen haben. Der Markt versucht auch immer mal hochzukommen, aber wir haben weiterhin den Deckel oben. Und jetzt wird es halt wirklich interessant aus kurzfristiger Sicht, wenn die positive Tendenz hier tatsächlich weiter anhält, das Ganze zur Oberseite zu begleiten. Und da müssen wir mal kurz nur in den Stundenchart schauen, was wir da haben. Und im Stundenchart, wenn ich das Bild zusammenraffe, wir sehen es halt, was los ist. Ne? Also wir sehen hier die Abwärtsphase, diesen massiven Move zur Unterseite, die sehr, sehr starke Gegenbewegung. Hier oben die Top-Bildung bei 15.500 um die 60 rum und jetzt schon wieder Abwärtstendenzen. Im kleinsten trendet der Markt jetzt hoch. Also wir sehen hier durch diesen häufigen Wechsel der Richtung, ja, also wenn ihr euch das mal kurz anschauen wollt, hier ein Farbwechsel hier, rot, grün, rot, grün, rot. Rot, rot, blau, also immer dann, wenn wir sowas haben, dann haben wir wirklich die Situation, dass der Markt nach einer Richtung sucht. Im Kurzfristbereich natürlich, wenn wir die Dynamik jetzt nach oben bekommen, ist es erstmal wichtig, dass der kleinste Abwärtstrend hier an dieser Stelle auch rausgenommen wird. Das heißt, wenn wir mal kurz schauen wollen, hier im Mini-Trend aktuell hier auch zur Markteröffnung, trendet der Markt natürlich schön nach oben, aber was ist es momentan? Es ist die Korrektur hier aus diesem Abwärtsrutsch raus, also das darf man sozusagen auch nicht vergessen, und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir sozusagen hier in diesem Kontext dieses größere Bild hier oben durch diesen Rutsch unter dieses Level erstmal kurzfristig rausgenommen haben. Also wir haben schon Chancen nach oben zu laufen, ein guter IFO oder gute IFO-Zahlen dürften das Ganze auch noch mit nach oben treiben. Und wenn dem so bleibt, wie schon gesagt, die Anlaufmarke haben wir da. Erstes Level hier oben, die knapp 15.600 Punkte-Marke. Dann hier oben den Schwungbereich um die 1.660. Und wenn es dann wirklich so richtig bullisch wird, ja, dann hier das nächste Level 15.758. Aber wir müssen erstmal schauen, was die IFO-Zahlen bringen und wie der Markt darauf entsprechend reagiert. Wenn nicht, ganz klar, ganz deutlich, das ist momentan hier so ein bisschen im etwas größeren Rahmen richtungsführend. Fallen wir ab unter dieses Level hier, unter dieses kleine Zwischentief, Moment, ich mache mal kurz hier, unter dieses Level hier, unter die Marke von 15.500 Punkte zurück sozusagen, ja, dann haben wir halt die Unterseite offen und dann müssen wir einfach auch mal schauen, dann ist hier unten das Low bei 15.455 Zählern, und wenn sich das Ganze dann nachhaltig fortsetzt, weil der Markt über irgendwas sehr enttäuscht ist oder wir mal wieder die Inflation kurzfristig im Blick haben, 15.270, 80 bis 15.300 ist der Schwungbereich hier unten, den man dann durchaus auf der Uhr mit haben kann. Also es bleibt spannend, hochinteressant zu sehen, was passiert. Den DAX darf man auf alle Fälle mit im Blick haben. So, jetzt schaue ich mal noch kurz auf Facebook. Das sind keine weiteren Fragen. Zoom auch nicht. Das heißt, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Entsprechend auch heute wieder. Ja, und ich würde sagen, machen wir es wie immer. Trade Plan, Plan traden und dann läuft's. Ich sage danke, erfolgreiches Trading und bis morgen früh zur nächsten Live-Analyse der Märkte mit ein paar Handelsideen und dem großen Rundumschlag der Indizes zum Wochenabschluss. Bis dahin allen einen guten Tag und tschüss.